sind wir zur Besprechung einiger interessanter Charts heute mit Blick in Gold, in Euro, Schweizer Franken und in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Sehr, sehr spannend, wann dort oder was dort losgeht und wie man möglicherweise die Frage stellen kann, werden die Aufwärtstrends jetzt möglicherweise in Frage gestellt? Also, das ist hochinteressant. Deswegen blicken wir heute in diese drei Charts auf alle Fälle mal rein. Und natürlich gibt es wieder Raum für Fragen. Bitte rein in die Chats auf Zoom und auf Facebook. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne drum. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße. Das freut mich, dass hier auch auf Facebook wieder alles funktioniert und das Battle hier, es ist witzig, geht weiter. Wer der Erste ist, mit drin sein. Leute, ich freue mich drum. Es wächst alles und bitte nutzen Sie die Gelegenheit. Nutzt die Charts hier in der Analyse, nutzt die Zeit, um eigene Fragen zu stellen. Das macht Sinn, dafür machen wir das Ganze hier. Zuvor natürlich wie immer, bevor wir die Charts anschauen und die Nachrichten checken, der Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann durchaus zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen. Und dann schauen wir auf die Nachrichten. Von der Nachrichtenseite gibt es heute wieder nicht wirklich viel. Wie schon gesagt, morgen ist EZB-Tag. Ansonsten der Tag heute am Abend die Rohöllagerbestände. Vormittags hier ist nicht wirklich viel los. Kanada müssen wir ein bisschen auf der Uhr haben. Da gibt es heute Nachmittag den Zinsentscheid der Bank of Canada. Das heißt, wir hatten ja hier die letzten Tage auch immer mal kanadische Währungspaare auf der Uhr. Bitte hier mit schauen, die Trades möglicherweise anpassen. Da könnte es einiges an Bewegung geben. Wir werden sehen, was kommt, aber es ist auf alle Fälle ein wichtiger Fakt. Ansonsten, wie schon gesagt, heute nicht wirklich viel, was wir auf der Uhr haben. Öl heute Abend um 20 Uhr, nein, um 22.30 Uhr. Mittwochs ist ja normalerweise der klassische Ölmarktbericht, aber Montag war Feiertag, deswegen ist hier alles ein bisschen um einen Tag verschoben. Ich freue mich übrigens auch für all diejenigen, die WTI auf der Uhr hatten. Wir haben WTI ja besprochen mit der Abwärtstendenz. Da sehen wir jetzt gleich mal hier auch auf dem Chart vom WTI, warum wir morgens hier reinsprechen, warum wir morgens diese Charts beleuchten. Leute, ganz einfach. Wir hatten die Handelsidee besprochen. Guckt es euch an. Ich freue mich wie Bolle. Hier oben den Bruch hatten wir besprochen. Guckt mal, wo wir stehen. Läuft doch. Hä? Das ist Trading. Und deswegen machen wir die Analyse morgens. Das ist der Punkt, weshalb wir hier jeden Morgen sitzen und uns die Charts entsprechend anschauen. Und bei den Charts, die wir uns anschauen, legen wir jetzt gleich mal los mit dem Gold. Preis oder besser gesagt dem Goldchart. Während es bei den Indizes in den letzten Tagen richtig heftig zur Sache ging, ist der Goldpreis, wenn man sich das Ganze hier mal anschauen möchte, relativ gesehen zumindest stabil geblieben hier um das Level hier, um die 1907 US-Dollar. Da haben wir ein Verkaufslevel bzw. ein Supportlevel hier im Markt liegen. Also das ist dieses hier sozusagen. Jetzt schaffe ich mal hier, jetzt kann ich es rüberziehen. Genau diese Marke unten am 1907 bis 1910. Wir sehen es hier unten. Das ist ein spiky Level. Da geht der Markt immer mal ran und läuft nach oben drüber raus. Aber bitte, eines dürfen wir wirklich, wirklich nicht vergessen. Wir haben mittlerweile hier oben fallende Hochs. Und es kann durchaus passieren, dass wir im Gold nach unten durchrutschen. Und wenn das passiert, dann muss man einfach mal schauen, wo sind Anlauflevels. Und wenn hier entsprechend viele, viele, viele Orders liegen, auch Leute, die eingestiegen sind, Kauforders, und sich hier unten um dieses Level absichern, da kann es immer mal passieren, dass man unten drunter ordentlich durchschnappt und es so eine Kerze hier gibt, so einen riesen Abverkauf. Das kann relativ flott gehen, nur um danach wieder hochzulaufen. Deswegen sind diese Marken hier extrem wichtig und das muss man als Trader immer auch mit auf der Uhr haben und das Risikomanagement in solchen Sachen ja auch mit anpassen. Ja, zum Thema Risikomanagement, ich persönlich sichere mich ungern mit Orders hier in diesen Bereichen ab, weil es passiert einfach zu oft, dass man angelupft wird und dann nach oben geht. Ich weiß an diesen Stellen, wenn der Markt darunter durchbricht, das sehen wir nachher zum Beispiel auch beim Euro, dass sich mit einer laufenden Position schon was verändern sollte, weil die übergeordnete Richtung dann nicht mehr da ist. Ich will aber nicht permanent hier ausgestoppt werden. Das heißt, das ist ein mentaler Stopp. Da muss man als Händler allerdings auch in der Lage sein, den im Fall der Fälle wirklich auch zu ziehen. Das sage ich jetzt an dieser Stelle wirklich einfach nur mal mit dazu.
weil das etwas ist, was man im Trading immer mal wieder sieht. Wo liegen denn Anlaufpunkte im Goldchart? Ne? Wir brauchen hier gar nicht so massiv in die kleinsten Zeiteinheiten zu schauen, wenn wir mal die Gefahr, diese 1907er Supports hier unten betrachten wollen. Der Rutsch, der nach unten kommen kann, der ist offensichtlich. Das ist erst einmal hier im Kleinen. Was heißt im Kleinen? Das ist auch ein Riesenrutsch hier unten. Dieses Spike-Low, was wir hier unten hatten, 1862. Aber wenn wir dann mal reingehen wollen und schauen wollen, wo gibt es denn hier sinnvolle Kauflevel? Hier, das wären die Marker, die wir da haben. Das muss ich mal kurz umfärben hier. Das ist ein Support-Level. Das, was wir hier sehen, diese Marke, dieser Bereich, ich hänge im Preisschild dran, damit man es sehen kann, ganz grob hier oben, die 1817 bis 1820 in diesem Bereich. Schaut mal, das war der letzte große Ausbruchsbereich. Hier sind viele, viele Long reingegangen. Wir sehen es, das war eine sehr, sehr schöne Korrekturformation hier nach einem schönen Ausbruch. Ein Verharren und dann der Schub nach oben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Level. Und es würde mich nicht wundern, wenn der Markt wirklich etwas weiter abgibt, wenn man hier auch diesen Bereich noch antesten wird. Das ist ein Kauflevel. Da muss man sehen, wie es weitergeht. Aber wir sind ja noch drüber. Und solange wir drüber bleiben, haben wir schon die Chance, hier dieses Ping-Pong-Spiel auch weiter mitzumachen. Das heißt, diejenigen, die sagen, ja, man kann ja mal von unten mit loslaufen, für die schauen wir jetzt mal noch in die kleineren Zeiteinheiten rein. Das heißt, wir gehen mal eben kurz in den Stundenchart. Ich muss, um alles zu zeigen, was ich zeigen möchte, allerdings mal kurz kleiner zusammenraffen, weil wir sehen im Stundenchart immer sehr, sehr schön, was hier passiert. Draufgelaufen, also hier rüber, draufgelaufen, hoch, hier rangelaufen, hoch, rangelaufen, hoch, rangelaufen, hoch, rangelaufen, hoch. Das zeigt uns der Markt, wo er hin will, wie es unten ausschaut. Und das ist das, was jetzt wirklich interessant ist für die kurzfristigen Trader, wenn wir nochmal zum Test nach unten ansetzen wollen. Ja? Wenn das nicht passiert, gut, dann könnten wir trendig weiter nach oben laufen. Aktuell schaut es aber noch nicht so aus, dass der Markt da durch ist. An was können wir das sehen? Wir sehen, dass der untergeordnete Trendverlauf noch nicht sauber aufwärts gerichtet ist. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier, ich skizziere mal eben kurz, Moment. Alles weg. Ich skizziere mal eben kurz hier. Das ist die Abwärtskorrektur hier. Ganz grob der Verlauf nach unten gesehen. Die Feinheiten spare ich jetzt hier einfach mal aus. So, das sind so die Level, die wir hier haben mit Korrekturen und Bewegungen und so weiter und so fort. Und wir sehen es. Wir sind jetzt hier reingelaufen, aber wir sind noch nicht hier drüber gelaufen. Ja? Das heißt, dieser Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Was wir jetzt brauchen, wäre etwas wie das hier, wo auch immer eine Umkehr auf höherem Niveau und dann oben drüber den Trend weg. Das wäre so ein klassisches Umkehrzeichen, dass man zumindest erstmal direkt nach oben laufen kann. Das wäre was für ein Swing von der jetzigen Position, wenn der Markt gar nicht mehr hier runterläuft. Ja, das muss man da beachten. Aber er kann ja runterlaufen und sowas wie hier unten machen, immer mal so ein bisschen anlupfen, um dann nach oben zu drehen. Das ist etwas, da muss man dann tatsächlich in die kleinen Zeiteinheiten reinschauen. Das heißt mal wenigstens in den 5-Minuten-Markt rein. Hier, und da müssen wir uns auch, ich graff's noch mal kurz zusammen. Schaut mal, hier unten, das ist der Punkt. Angelupft, hoch, kurz runter und dann den Schub nach oben. Das sind so die kleinen Maßnahmen, die die kurzfristigen Trader durchaus mal raufnehmen können. Und dann sieht man halt auch hier, je nachdem, wie sich der Markt vorher entwickelt hatte, wo er hier nach unten gelaufen ist. Ne? So ein Bild könnte sich ja hier an dieser Stelle auch ohne weiteres ergeben. Das sehen wir an dieser Stelle auch hier nochmal ganz kurz avisiert, wie ich das meine. Schaut mal, hier haben wir einen schönen kleinen Trendverlauf. Ne? Hier mal auch mit ein paar Feinheiten drinnen, hier wie der Markt so schön hin und her geschwungen ist. Und da haben wir mit den Rückläufen natürlich auch immer schöne Anlaufpunkte. Ne? Hier sehen wir, es ist ein bisschen unsauber geworden. Der Markt wollte nicht mehr richtig. So, und schaut mal jetzt hier. Was hier jetzt passiert ist, ist einfach der Richtungswechsel. Schön nach oben gelaufen, alles rausgenommen, nach unten gedreht und dann den Schub nach oben. Das ist das, was hier passiert. Und das sind die Chancen, die man dann im Kurzfristbereich durchaus annehmen kann, wenn man einfach sieht, der Markt will hier wirklich, wirklich höher. Und das ist das Interessante. Und da müssen wir einfach drauf schauen, ob das so kommt. Wie schon gesagt, wenn wir auf die Stunde schauen, das Thema mit dem kleinen Swing, hatte ich ja gesagt, wenn wir hier hochlaufen, passt das. Aber momentan sieht der Markt hier eher so aus, als würde er tatsächlich erst einmal die Unterseite bespielen wollen. Woran sehen wir das? Das sehen wir an der aktuellen Entwicklung. Diese ist allerdings sehr, sehr kurzfristig zu sehen. Ne? Also das heißt, die Halbwertszeit von dem, was ich jetzt einzeichne,
die ist nicht wirklich groß. Also schaut mal hier, wenn wir jetzt tatsächlich hier drunter laufen, haben wir wieder einen Abwärtstrend. Das ist das, was ich in den 5 Minuten gerade gezeigt hatte. Wenn es da weiter nach unten geht, dann ist das Thema erst einmal runter, möglicherweise direkt in den Support rein. Und wenn es da wieder die Aufwärtstendenz geht, also so, was wie ich skizziert hatte, das wären dann gute Chancen, um reinzugehen, wenn man sich ein bisschen trendig mit belegen möchte. Ansonsten auch gut und gerne einfach hier unten eine Abfischorder reinlegen, eng absichern, und wenn es dann tatsächlich wieder nach oben geht, kann man relativ flott raus. Die Zielplanung dann bitte so machen, wie ich es gerade gesagt habe, dass man schön mitschauen kann, wo das Ganze auch zur Gewinnmitnahme planbar ist. Das der Blick in Gold. Wir machen weiter mit dem Währungspaar Euro-Schweizer-Franken. US-Dollar-Schweizer-Franken machen wir dann auch noch. Haben wir einen Wunschmarkt gleich mit da. Und Great Britain Pound US-Dollar. Juhu, ob der noch fallen kann? Na klar kann der fallen. Kann alles fallen. Wir schauen uns die beiden Charts gleich auch nochmal an. Zuvor allerdings der Blick hier in Euro-Schweizer-Franken und dann noch in den Euro-US-Dollar. So, Euro-Schweizer-Franken haben wir hier an dieser Stelle, und ich hatte das im Blogbeitrag, also in der aktuellen schriftlichen Ausgabe von Tickmills täglichen Trading-Ideen, da hatte ich ja genauer beleuchtet, was im Euro-US-Dollar los ist, und ich hatte in der Einleitung auch geschrieben, dass beim Gold, beim Euro-Schweizer-Franken und auch beim Euro-US-Dollar Aufwärtstrend möglicherweise in Frage gestellt werden, und diese Frage müssen wir uns hier stellen, auch mit Blick auf den Tageschart vom Euro-Schweizer-Franken. Wie komme ich auf die Idee? Der ein oder andere Händler sagt ja, naja, ich meine, Leute, wir haben hier steigende Tiefs, wir haben hier steigende Hochs, ist doch alles noch absolut in Ordnung für einen Aufwärtstrend. Jupp, klar, ist es, kein Problem, der kann auch weiterlaufen. Wir haben ja noch ein paar Anlaufpunkte auf der Chartoberseite, aber wir haben auch Gefahr. Gefahr im Verzug. Warum? Woran können wir das erkennen? Schaut euch mal an, was hier oben passiert. Hier hat sich um die Marke von knapp 1,084 ein ordentlicher Verkaufsbereich gebildet. Schaut mal ran, runter, ran, runter, ran, runter, ran, runter, ran, runter, ran, runter. Punkt. So, wenn das lang genug so weitergeht, wird der Verkaufsdruck irgendwann so stark, dass es hier nach unten schiebt. Und das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben. Wir haben nämlich hier ein paar Level, die interessant sind. Und zwar zum einen im Kurzfristbereich hier unten, dieser kleine Supportbereich um die Marke von 1,074 in etwa. Und dann haben wir hier oben jetzt dieses Verkaufslevel. Also hier ein Hin- und Herschwanken. Und wir sehen es, wir laufen von oben gerne mal nach unten ins Median. Wenn der Komplettschub nach unten kommt, hier unten angelaufen. Das ist jetzt wichtig. Bricht das unten weg, dann haben wir hier nach unten den Weg wieder offen in den alten Kaufbereich unten rein, um die 1,07 bzw. hier unten dann die 1,061. Das sind die Marker, die wir unten haben. Da ist es noch nicht so weit, aber hier oben ist es halt immer wieder interessant. Wir sehen, wie oft der oben anlupft, und das ist jetzt eine spannende Geschichte, weil der letzte Schub nach oben hin war auch relativ steil, ne? Wenn man sich das Ganze mal anschaut, man hat einen relativ steilen Anstieg, und wenn ich das mal kurz etwas näher ranzoome, dann steht jetzt hier schon auch die Möglichkeit im Raum, dass man hier erstmal unten durchschiebt unter diese kleine Aufwärtstrendlinie, und dann kommen natürlich die tieferen Level mit in den Raum rein, und da müssen wir uns orientieren, wo geht es weiter hier. Schaut mal, ungefähr die 1076, das ist ein Bereich hier, wenn es da drunter geht, haben wir auf alle Fälle mal hier innerhalb dieser Seitwärtsbewegung wieder einen Abwärtstrend, und der hat dann durchaus die Potenziale, weiter nach unten zu laufen. Und das sieht man sehr, sehr schön, auch im Bewegungsbereich hier vom Stundenchart. Da sehen wir es hier, schaut es euch an, ab nach unten. Oh, das ist grün, das will ich gar nicht haben, hätte gerne eine rote Linie. So, kurzen Augenblick, wir machen die mal rot. Einmal rot für abwärts, so, und dann nehmen wir die gleich mal hier rüber, ziehen das mal hier ran, so, und dann machen wir das mal fertig hier. Also, zack, zack, das wäre dann ein Abwärtstrend, wenn er denn so kommt. Und wenn das aber kommt, dann haben wir nach unten trendenden Markt. Und dieser Trend hat dann durchaus das Potenzial, im Euro-Schweizer-Franken die Unterseite anzulaufen. Und wenn das Teil einmal ins Rennen kommt nach unten, haben wir es ja schon gesehen, auch mit Blick in den Tageschart rein, dann kann das auch mal relativ flott nach unten gehen. Ne? Wir haben es hier oben gesehen, der Run nach unten kam relativ schnell. Ja? Jetzt trägt der Markt hier oben die Seitwärtsphase.
Die Seitwärtsphase kommt aber nach diesem Run nach unten und jetzt haben wir hier schon auch wieder das Risiko für die Bullen, dass der Markt nach unten rumdreht. Und deswegen schauen wir hier ran und wie schon gesagt, wichtig ist, was jetzt hier passiert. Deswegen nochmal kurz der Blick in den Stundenchart. Wenn sich hier tatsächlich ein Abwärtstrend bildet, dann haben wir durchaus die Potenziale zur Unterseite hin. Und wie schon gesagt, Anlaufmarke erst einmal tatsächlich hier dieses kleine Zwischentief unten knapp um die Marke von 1076 beziehungsweise dann hier das kleine Zwischentief hier unten, das ist hier drüben auch ein wichtiger Drehbereich gewesen. Ich drehe mich mal kurz zur Seite. Also dieser Drehbereich hier unten, den sieht man ja sehr, sehr schön. Das ist ein Anlaufpunkt, die Marke von knapp 10746. Das ist der Drehbereich hier unten. Und dann stehen wir schon hier im Support um die 10735 in etwa. Das sind die Marker, die wir hier im Kurzfristbereich durchaus als Chance für einen Short Trade haben. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Märkte sich bewegen und was der Markt möglicherweise vor dem morgigen EZB-Tag hier noch antizipieren möchte. Das ist der Blick in Euro, Schweizer, Franken und dann schauen wir jetzt auf das Währungspaar Euro, US-Dollar. Das ist das, was wir mit im Blick haben. So, jetzt muss ich kurz gucken. Euro, US-Dollar, da ist er schon mit drinnen. So, ich lösche jetzt mal ganz kurz die Markierungen hier raus. Die brauchen wir gleich für die Besprechung der untergeordneten Zeiteinheiten. Und wenn wir uns den Euro-US-Dollar so ein bisschen anschauen, dann sehen wir schon einen sehr, sehr klaren Richtungswechsel zur Oberseite hin. Wir sehen allerdings auch diese deutliche Schwäche, die wir sehen. Wir haben es hier oben. Der Markt hat die 1,20 rausgenommen, angetestet und direkt mit einem Verkauf reagiert. Und das hat dazu geführt, dass wir hier unten wieder reinlaufen in dieses Supportband, was wir haben, so ganz grob über den Daumen um die 1,174. Das ist der große, große Kaufbereich und das ist etwas, das ist das, was ich vorhin auch angekündigt hatte. Ich für meinen Teil in meinem Trading, ich weiß, dass ich mit einer Long-Position in diesem Bereich hier, wenn ich die bestehen habe, was ich ja auch persönlich im Portfolio auch habe, dass ich hier immer überlegen muss, okay, was passiert denn hier? Ne? Also für diejenigen, die das Thema mit dem Stop-Management nicht mental selbst regeln können, beziehungsweise die Positionsgrößensteuerung noch nicht so sauber rauf haben, dieses Level hier ist ein wichtiges Stop-Level. Wenn der Markt hier unten drunter fällt, unter dieses kleine Zwischentief, dann ist dieser Aufwärtstrend erstmal aus dem Markt genommen. Aber dieser Bereich hier ist halt ein bisschen ruppig, Wipsa, wie man das Ganze so schön nennt. Da wird immer mal getestet, hin und her gesprungen und dann wird der Markt irgendwann eine Richtung finden. Und wenn es ordentlich nach unten geht, dann weiß ich als Händler, ich muss hier raus aus der Position. Wenn es hier aber ordentlich zur Sache geht und dann der Markt wieder hochdreht, weiß ich, okay, das Level hält auch weiterhin, weil es ist ein hart umkämpftes Level. Und deswegen hat dieses Level hier eine sehr, sehr starke und große Bewandtnis aus diesem Bereich heraus. Das heißt, in dieser Stelle muss man einfach mal sehen, das ist ein Bereich, der hat eine große, große Marktbeachtung. Und wenn wir hier durchaus nach unten durchlaufen wollen, dann sehen wir es, wenn der Markt hier dieses kleine Zwischenlevel rausnimmt, ich ziehe es mal ganz kurz rein, also dieses kleine Zwischentief hier um die 1,175, dann haben wir im nahen Kursbereich halt hier auch noch zwei Level liegen aus dem Aufwärtsbereich hier unten, die 1,17 und die 1,1695. Das sind die Marker relativ eng dran. Und das sind so Punkte, da kann entweder direkt wieder Kaufinteresse reinkommen oder ein Überschwang von Verkauforders liegen. Und dort wird der Markt dann die Entscheidung finden, ob er sich weiter nach unten orientiert. Und wenn die Orientierung zur Unterseite kommt, dann sehen wir hier unten schon zwei weitere Unterstützungen um die 1,15700 bzw. die 1,1495. Und die sehen wir, wenn wir in den Wochenchart reinschauen und den etwas zusammenraffen, wo das Ganze herkommt. Das sind nämlich die Ausbruchslevel. Das heißt hier die Level über diesen Widerstand drüber, der war hier drüben, der Widerstand, das sehen wir sehr, sehr schön hinten drin. Und dann hier unten das Level, als wir hier im größeren Bereich einen wichtigen Kursmarke rausgenommen, nämlich als wir hier über die 1,15 drüber gestiegen sind. Da kam dann ordentlich Dynamik rein. Und das ist der Fakt, wie wir ihn jetzt gerade haben. Deswegen sollten die Trader jetzt genau hinschauen, gerade auch die kurzfristigen hier in diesem Bereich. Hier kann es viel hin und her geben. Wenn es hier zu einer kräftigen Entscheidung kommt, zur Unterseite hin, ist der Weg frei. Locker mal Richtung 1,15,7. Das kann man mit durchaus guten Chancen zur Unterseite traden. Wie schon gesagt, die Entscheidung muss aber hier in diesem Bereich auch fallen. Und das ist das, was wir da haben. Und damit blicken wir jetzt nochmal ganz kurz
in den Stundenchartverlauf rein, weil für die kurzfristigen Trader macht es Sinn, hier direkt auch mal reinzuschauen, um die Handelsszenarien zu planen, die auch hier auftreten können, ohne Probleme. Ja? Und da habe ich ja hier in diesem Bereich auch schon ein paar Marker reingesetzt, die wichtigerweise hier zu sehen sind. Und zwar haben wir auf der Unterseite halt die Anlaufpunkte, die wir schön auch hier in diesem Trend sehen. Ne? Wenn ich euch das mal ganz kurz einmache, den Higher Timeframe mal mit reinmachen, hier im MTO in Live-Signal, das ist der Trend, der hier nach oben läuft. Und solange wie wir nicht unter dieses Zwischentief laufen, ist der halt noch absolut in Ordnung. Und hier sehen wir halt den letzten Bewegungsarm, wie er schön nach unten schwingt. Und der hat durchaus Potenzial, sich auch noch fortzusetzen. Aber wir sehen halt, unten kommt momentan nicht so viel raus. Nur wenn das Level wegkommt und hier unten tatsächlich Absicherungsorders liegen, das ist dann der Punkt, wo wir Schub nach unten bekommen und die Anlaufmarker zur Zielplanung, jetzt raffe ich mal kurz noch ein bisschen zusammen, die liegen auch hier da und das sehen wir auch sehr, sehr schön im Stundentrend. Das sind relativ enge Level, die wir hier haben und das sind gerade für die kurzfristigen Trader schöne Anlaufpunkte zur Unterseite hin. Das heißt, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt, nochmal kurz rangezoomt, Trendfortsetzung bedeutet, wir machen diesen kleinen Bewegungsverlauf nach unten hin mit, dann wäre das eine Chance, unten rauszugehen und das ranzutesten. Man muss allerdings auch beachten, wenn man sich das Ganze mal anschaut und diesen Abwärtstrend hier anschaut, dann sieht man halt, dass hier entsprechend unten raus wenig kam. Ne? Wenn man sich das mal anzieht oder ranschaut, hier das Ganze mal zu sehen, mal grob den Chartverlauf. Hier ging es nach unten, nach oben, nach unten, ein bisschen tiefer, wieder weit nach oben. So, und wenn man sich dieses Verhalten mal anschaut, dann sieht man momentan, es kommt zwar zur Trendfortsetzung, aber es kommt unten nicht viel raus und dann läuft es erstmal deutlich zurück. Und das ist das, was wir hier unten jetzt auch wieder sehen. Wenn wir tatsächlich das Marktverhalten gleichbleibend bekommen, ja, dann ist davon auszugehen, dass wir in diesem starken Unterstützungsband doch eher die Käuferseite mal wieder aktiv sehen werden. Man muss im Hinterkopf immer ein bisschen behalten, morgen ist EZB-Tag, da kann es eh ein bisschen volatil zur Sache gehen. Nur wenn man Rückschnapper sieht, man hat halt hier, wenn man die Rückschnapper auch mit einplanen möchte, die Chancen zur Oberseite im Kleinen. Das heißt, hier sind ein paar Kaufbereiche. Ne? Erst einmal hier dieses Level oder Kaufbereiche, das sind ja ehemalige Verkaufsbereiche, um die 1,79 und die 1,179 und dann können wir uns hier auf die kleinen Swing Highs draufsetzen. Die sind halt hier in dem Bewegungsarm da, alles relativ eng zu sehen, weil wir sind hier natürlich in einem kleineren Zeitrahmen. 1,179, 1,18, 1,18, 2,9 und hier oben die 1,1848, diese Marker sind hier da und das ist das Interessante. Also es bleibt hochspannend, was hier passiert. Wir haben auf beide Seiten gute Anlaufpunkte. Jetzt müssen wir nur schauen, was der Markt entsprechend macht. Jo, das wäre da. Und damit würde ich sagen, gehen wir über zu den Wunschmärkten. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz rein. Also was wir da haben, ist den britischen Pfund US-Dollar. Und dann haben wir noch den US-Dollar-Schweizer-Franken. So, ich starte mal mit US-Dollar-Schweizer-Franken, weil die Frage zuerst gekommen ist und dem britischen Pfund, US-Dollar wird gefragt, wie tief der noch fallen kann. Wir gucken gleich, die Charts werden es verraten, wo gute Marker sind. So, also US-Dollar-Schweizer-Franken, da ist er. Hier ist er da. Blick in den Tageschart mit rein, wie es hier weitergehen kann. So, das raffe ich mal ganz kurz etwas zusammen, dieses Bild. Beziehungsweise, das ist jetzt mal der Tageschart. Ich möchte hier nochmal, um zu verdeutlichen, wo wir gerade stehen, das größere Chartbild anmachen, hier im US-Dollar-Schweizer-Franken. Und wir sind hier aus dieser großen, weiten Seitwärtsrange ausgebrochen. Moment, ich gehe mal kurz auf den Monat. Da kann man es ein bisschen entspannter sehen, auch wenn da jetzt natürlich sehr, sehr viele Linien drinnen sind. Nichtsdestotrotz hier oben, das war die lange, lange Seitwärtsrange. Da sind wir hier unten drunter durchgelaufen und jetzt kriegen wir hier einen ordentlichen Rebound nach oben hin. Das mal der Blick quasi vom Feldherrnhügel nach unten. Und dann schauen wir das Ganze jetzt mal im Tageschart entsprechend auch an. Und hier sehen wir es. Ich habe es in blau mal hier markiert unten rein. Der Markt ist unten am Jahrestief jetzt abgeprallt und erst einmal über diese Zwischenlevel hier drüber hinaus. Und er testet sozusagen gerade hier das Ausbruchslevel wieder an. Und damit haben wir auch ein paar Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Heißt also hier an dieser Stelle natürlich, wenn wir hier über das aktuelle Hoch, was wir hier sehen, über das aktuelle Tageshoch von gestern weiter durchlaufen, dann haben wir schon die Chance, weiter oben reinzulaufen. Ne? Wenn wir mal schauen hier an dieser Stelle, dieses kleine Zwischenhoch hier,
das, was wir hier gesehen haben, um die, jetzt muss ich mal näher rangehen, 0,9198, also knapp 0,92, das ist schon mal angetestet worden. Wenn das weiter drüber fliegt, wäre der nächste Anlaufpunkt auf der Chart-Oberseite hier dieses kleine Zwischenhoch um die 0,924, die Marker dort oben hin im weiten Verlauf, wenn man das mal so schauen möchte und sich auf die Trendverläufe zurückzieht, dann sehen wir hier oben in diesem Bereich, das ist Luft und Luft gibt Raum für gute Kurssteigerungen. Der nächste Anlaufpunkt hier im Widerstandsbereich sozusagen, den haben wir hier oben liegen, um die Marke von 0,93,76. Das bleibt sehr, sehr interessant zu sehen. Es ist spannend und wenn man sich diesen Aufwärtsverlauf hier von unten mal kurz im 4-Stunden-Chart anschauen möchte, dann sieht man auch, der trendet schön. Ja? Und solange wie dieser Trend sozusagen nach oben intakt bleibt, haben wir die Chancen, oben rauf zu laufen. Ja? Das heißt, dass wir sehen halt auch hier einen faktischen Richtungswechsel. Der Trend hier unten rein wurde zwar fortgesetzt, aber anders als in dem, was wir hier oben gesehen haben, kam halt keine starke Dynamik raus, sondern angelupft und wieder hoch. Das ist jetzt mal das, was wir hier sehen. Das heißt, hier unten die Trendfortsetzung, es macht schon Sinn, hier unten auch zu sagen, okay, wir gehen hier mit Positionen rein, wenn sich Trends fortsetzen, weil es kann ja auch immer wieder sowas bekommen oder reinkommen. Man muss als Händler nur wirklich in diesen Situationen immer genau auch sagen, wenn man das hier unten probiert, das ist absolut legitim, ja, weil das ist Trendfortsetzung, muss man aber auch genau wissen, wo der Markt wieder rumdreht. Und das wäre halt dieser Punkt, weil wir sehen es halt hier unten raus aus den letzten Ausbrüchen, da kam nicht mehr viel an Bewegung. Das sieht man, der Markt wird müde. Ja? Wir wissen aber bei Ausbrüchen nie so genau, ob jetzt Druck weiterkommt oder nicht. Ne? Wenn man sich das hier mal anschaut, hat auch eine ganze Weile gedauert, bis der Markt wirklich runtergelaufen ist. Und das ist jetzt so die Sache. Jetzt sind wir erstmal drüber. Jetzt haben wir das Potenzial für einen Rücklauf. Und wie schon gesagt, auf der Oberseite passt das Ganze. Es ist noch Luft da. Wichtig wird zu sehen, was passiert hier heute am gestrigen Tageshoch. Wird der abverkauft? Könnten wir uns ein bisschen nach unten orientieren? Kommt aber Stärke rein, dann haben wir die Chancen nach oben. Und für diejenigen, die auch die Short-Szenarien mit besprochen haben wollen, wichtiger Anlaufmarker hier zur Unterseite wären mal natürlich hier das Ausbruchslevel um die 0,91,6 und dann haben wir hier die Zwischentiefs um die 0,91,56 haben wir hier liegen, dann haben wir hier im Kaufbereich ein Swing-Low sozusagen von diesem Aufwärtstrend um die 0,91,2, das können wir noch ein bisschen weiter nach unten ziehen, schaut mal hier, das nächste die 0,90,8 und das sind so Marker, die wir gut planen können, die wir hier auch aus dem Aufwärtstrendverlauf mit dran haben. Das wäre ein Marker, wenn der Markt jetzt tatsächlich nur oben angetestet hat, um dann wieder die Unterseite anzulaufen, die man im kurzfristigen Bereich durchaus auch mit drin haben kann. Das der Blick in US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann schauen wir jetzt noch in das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar. Und da schauen wir uns einfach mal die Unterseite an, weil da gibt es ja momentan viel, viel Bewegung in diesem Markt. Britisches Pfund, US-Dollar, Moment, hier oben, da ist er. Und da sehen wir, wie die Stunde hier abwärts fällt, wie eine heiße Kartoffel, die keiner in der Hand halten möchte. Der Markt ist hier kräftig abverkauft. Und auch hier, Leute, ich freue mich wieder, was wir hier haben. Schaut mal, wir haben den Ritt nach oben hier in den Mornings Briefings begleitet. Und wir sind jetzt auf der Unterseite dabei. Hier ist noch das Verkaufssignal drin. Das haben wir hier morgens auch live besprochen. Da lohnt sich das Zuschauen auch. Ne? Wir haben es gesagt, was passieren muss. Das Verkaufssignal muss bestätigt werden und dann haben wir es da und mittlerweile hat der Markt hier den letzten Bewegungstrend komplett weggerissen. Hier schaut es euch mal an. Das hier ist der letzte Bewegungstrend nach oben gewesen. Der Bewegungsarm sozusagen raus und der ist komplett rausgenommen worden. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich Luft zur Unterseite. Und wenn man sich jetzt fragt, was ja hier heute Morgen auch gemacht worden ist, wo haben wir denn sinnvolle, planbare Anlaufpunkte? Da müssen wir gar nicht in die kleinsten Zeiteinheiten reinschauen, sondern da reicht auch erst einmal der Blick in den Tageschart, um zu sehen, hier ist noch ordentlich Potenzial zur Unterseite da. Das heißt, das nächste Auffanglevel wäre mal hier dieser größere Kaufbereich, als der Markt hier schön drüber gestartet ist. Das ist die Marke von um die grob über den Daumen, 1,28, da ist Luft nach unten hin, der Verkaufsdruck ist da und ich muss auch sagen, bei den Briten ist es momentan so,
Brexit, Leute, Brexit, Brexit. Was der Johnson da macht, das ist nicht gerade eine Sache, die die Stärke vom britischen Pfund unterstützt, sondern da ist jetzt wieder sehr, sehr große Unsicherheit drinnen. Diese Neuverhandlung mit dem Brexit-Abkommen, was eigentlich schon unterschrieben war, zumindest der Stand der Dinge, und die einfach sagen, okay, wir brechen jetzt einfach mal einen Vertrag, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein kleiner Teil von dem Vertrag. Das ist schon ein bisschen tricky, und das sieht man, dass der Währungsmarkt das entsprechend abstraft, und damit sehen wir hier das britische Pfund ordentlich schwächer werden, nach unten laufen sozusagen, und deswegen ist der Markt hier nach unten hin weiter unterwegs. Und wie schon gesagt, nächster Anlaufpunkt klassisch zur Zielplanung wäre mal hier die 1,28 als größerer Bereich. Wer das Ganze etwas kleiner haben will, etwas feinfühliger, der schaut einfach mal in den 4-Stunden Chartverlauf rein. Den muss ich jetzt hier ein bisschen enger zusammenraffen, und da müssen wir einfach mal schauen, wo sind Anlaufpunkte, die wir hier möglicherweise sehen können zur Unterseite, um kurz was abzufassen, und da kann man sich, das sind wirklich feine Nuancen, die man da hat, und je kleiner die Zeiteinheit wird, je weniger Relevanz haben diese Dinge, aber nichtsdestotrotz, sie sind halt da, und da haben wir hier, schaut euch das mal an, diese kleinen Schwungbereiche, also das, was hier drüben ist, ist durchaus relevant, aber wie schon gesagt, das sind Anlaufmarker, wo ich mir nicht sicher bin, ob dort wirklich Dinge sind, die den Markt stark bewegen. Die großen Level sehen wir hier, wie schon gesagt, unten die 1,28, hier diesen Bereich, wo wir jetzt durchgebrochen sind, die 1,30, beziehungsweise hier, das sind Level, da sieht man, da war viel, viel Marktbeachtung drinnen, und das sind die, die viel, viel weiter, ja, zählen sozusagen. Das alles dazu. Ja, und hier würde ich sagen, das war's hier mit den Währungen. Wir machen jetzt noch kurz einen Blick in den DAX. Wenn man die US-Märkte anschaut, dann ist der DAX ja schön stabil. Nasdaq gestern, boom, ab nach unten, brutal abgefallen. Hier, wartet mal kurz einen Augenblick, ich muss mal kurz den Markt hier wechseln. Schauen wir mal kurz auf den Nasdaq. Schaut euch an, was der gestern hier gemacht hat, wie die Kerze gestern wieder aussah. Wahnsinn. Und was passiert? Wir haben es hier besprochen in der Analyse auch zum Nasdaq. Hier unten haben wir erstmal wieder einen Supportbereich. Und was ist passiert? Der Markt läuft im Support erst einmal nach oben. Hier bleibt es megamäßig spannend. Der DAX hat zwar gestern auch Federn verloren, aber bei weitem nicht so viel wie der Nasdaq. Wir sehen hier gerade nichts, weil zu viele Linien drinnen sind. Also hier das Bild im DAX, der sieht viel, viel stabiler aus als die US-Märkte momentan. Aber er nimmt die Richtung der US-Märkte mit. Klar, der DAX ist nicht so tech-lastig wie der US-Nasdaq. Den kann man also nicht vergleichen. Trotzdem heute die US-Märkte ein bisschen wieder im Aufwind, wenn wir es mal sehen. Der Dow hier dreht leicht nach oben. Der S&P 500 hier mit Blick in den Tagesschart dreht leicht nach oben. Das heißt, hier könnte es nach den starken Abgeben jetzt wieder zu einem Rücksetzer kommen. Die Kauflevel kommen zum Tragen. Mal schauen, wie das wird. Ich hatte es ja gesagt, am Freitag machen wir wirklich mal eine ausgedehnte Analyse der Indizes. Und da schauen wir halt nicht nur auf den DAX und auf die US-Indizes. Es gibt noch ein paar mehr interessante Indizes, die man durchaus für den einen oder anderen Trade nutzen kann. Das machen wir dann ganz in Ruhe am Freitag. Aber jetzt noch mal kurz zurück zum DAX. Hier die Planung, die wir hier mit drinnen haben, schauen wir uns mal ganz kurz an im Kurzfristbereich. Was wir gesehen haben, hier unten dieses Level um die 12.850 bis 12.900, das Level hier ist ein schönes umkämpftes Level. Hier, das sieht man, das ist vom Markt mit einer hohen Beachtung auch gewidmet. Und wenn wir hier schön nach oben gehen, haben wir durchaus Chancen, die Oberseite auch anzulaufen. Und wenn wir uns das mal kurz in der Stunde anschauen wollen, dann sieht man schon mit Blick in den Chart, hier gibt es erst einmal einen Bereich natürlich hier, das ist auch das Hoch hier um die 13.000-Punkte-Marke. Das wird natürlich umkämpft. Und wenn der Markt hier den Deckel tatsächlich rausnimmt, dann haben wir eine Chance, diesen kleinen Abwärtstrend der letzten Tage rauszunehmen. Also dieses kleine hier an dieser Stelle, ich zeichne es mal kurz an, den Lower Time Frame, also das, was wir hier sehen, das nachhaltig rauszunehmen und erstmal wieder hochzulaufen Richtung 13.160 Zähler. Wenn es nachhaltig bleibt, rein aus charttechnischer Sicht hier im Stundenchart, hier dieses Bruchlevel 13.000, das haben wir um die 13.087 liegen. Das ist ein schöner Anlaufbereich, da könnte es relativ flott gehen. Und die grobe Entscheidung, wo es dann hingehen soll, haben wir hier dann bei 13.160 Zählern. Und wenn man sich das Bild anschaut und wir möglicherweise, das sind wirklich nur Chancen, die wir haben, dann kann man schon auf die Idee kommen zu sagen, na wartet mal Leute, wir haben jetzt hier ein höheres Tief,
wenn der Markt hier freundlich ist, dann könnte es ja relativ schnell gehen, dass wir hier oben drüber fliegen, diesen Bereich hier rausnehmen, ja, und dann natürlich uns wieder hoch Richtung Allzeithoch machen. Das ist ein Szenario, was durchaus nicht von der Hand zu weisen ist. Warum nicht? Weil sich an der Gesamtsituation, die wir wirtschaftlich momentan haben, durch Covid-19 relativ wenig verändert hat. Das heißt, es gibt hier keine bösen, schlechten Nachrichten, wo man sagt, Covid-19, wir können es doch nicht bekämpfen, wir müssen die Wirtschaft wieder runterfahren und, und. Das haben wir ja nicht. Das ist jetzt nicht auf der Uhr. Von der Seite her sind dort die Risiken erst einmal überschaubar und das honoriert der Markt so ein bisschen. Die Staaten helfen weiter, die Notenbanken helfen weiter. Deswegen schaut man auch ganz genau, was die EZB morgen sagen wird. Und das sind die Dinge, die man hier so reinbringt. Und kurzfristig, wie schon gesagt, ohne weiteres könnten wir hier den Weg nach oben sehen. Wir müssen nur schauen, dass das hier, das ist Level von 13.010 bis 12 ordentlich aus dem Markt genommen wird und dann haben wir schon die Chancen, ein Stück weit höher zu laufen. Also das bleibt sehr, sehr spannend. Wir beobachten, ich halte hier auf dem Laufenden und sage danke fürs Zuschauen und bis morgen live in der Sendung um 8.30 Uhr hier bei Tickmill beziehungsweise den Weg über Zoom. Alle diejenigen, die das im Nachgang schauen, das Video, einfach mal anmelden, auf die Website von Tickmill schauen, zum Zoom-Link anmelden beziehungsweise der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch ein Like geben und schon kann man morgen früh in der Sendung auch mal dabei sein und die ein oder andere Frage mitstellen. In diesem Sinne, gutes Trading und bis morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.